Ein interessantes Diagramm der Kosmochemie, das gerne gezeigt wird, ist einmal hier dargestellt. Hier ist jetzt zunächst einmal auf der X-Achse das Magnesium-Silizium-Massenverhältnis dargestellt und auf der Y-Achse das Aluminium-Silizium-Massenverhältnis. Die drei Elemente sind interessant, da Magnesium und Silizium Hauptelemente sind und Aluminium ein refraktäres Element ist. Jetzt sind hier verschiedene planetare Materialien eingezeichnet. Zunächst mal gibt es hier sehr viele dieser grauen Punkte, das sind alles Spinellperidotite. Dann ist noch die Zusammensetzung der Erde eingezeichnet, beziehungsweise des Silikatanteils der Erde, also Bulk Silicate Earth. Die Spinellperidotite und die Erde liegen jetzt alle auf so einer Korrelation, die dann auch häufig als das terrestrische Array bezeichnet wird. Bei einer fraktionierten Kristallisation, wenn aus einem Erdmantel aus Bulk Silicate Earth Material Schmelze entsteht, ist die Schmelze siliziumreich und aluminiumreich. Das heißt, diese Schmelze entwickelt sich ungefähr in diese Richtung. Das restitische Material ist dann eben diese Art von Spinellperidotit. Also das ist es, was wir hier ungefähr sehen. Und um das mal ein klein bisschen besser darzustellen, habe ich einen zweiten Plot hier mal gemacht, der das Ganze etwas vergrößert darstellt. Also was wir gerade gesehen haben, war ungefähr das hier. Und jetzt habe ich das verlängert in diese Richtung, wo ich gerade gemeint habe, das ist das, wo die Schmelze ist, um mal zu schauen, ob man da tatsächlich auch Schmelze entdecken kann. Habe dort Daten von Georg eingezeichnet, differenziertes Gestein. Und tatsächlich findet man auch hier in dieser Verlängerung das differenzierte Gestein, das man dort erwarten sollte. Also das sind unterschiedliche Sachen, Basalte, Granite und so weiter. Deshalb also der Rest des Gesteins, hier unten so restitisches Material, hier oben dann das gesamte differenzierte Material. Zurück zu dem Plot, wie man ihn üblicherweise hat. Also hier unten Spinellperidotite, dort oben Bulk Silicate Earth bzw. weiter oben die Schmelzen und das alles ist das terrestrische Array. Jetzt sind hier noch Zusammensetzungen von Meteoriten eingezeichnet. Also hier sind Enzatit-Chondrite eingezeichnet, dann gibt es hier die gewöhnlichen Chondrite und hier die Kolikenchondrite. Also einmal Enzatit, einmal gewöhnlich oder ordinary und einmal hier die Kolikenchondrite. Und die fallen jetzt auch alle entlang einer gewissen Linie. Und diese Linie nennt man dann den kosmochemischen Fraktionierungstrend. Die Sonne ist wie die CI-Chondrite, ähnlich wie die CI-Chondrite und die anderen Kolikenchondrite zusammengesetzt und liegt hier mitten in diesen Kolikenchondriten drin. Die anderen Chondrite sind alle reicher an Silizium, das heißt, die liegen mehr in diese Richtung, haben also weniger Magnesium, mehr Silizium. Die Erde dagegen ist im Silizium verarmt, also die liegt in diese Richtung hier. Hier liegt Bulk Silicate Earth und ist das einzige planetare Material, das an Silizium verarmt ist. Was in gewisser Weise überraschend ist. Man möchte auch immer gerne wissen, was sind die Building Blocks, das Material, aus dem die Erde zusammengesetzt ist. Und man würde eben natürlich erwarten, dass es dort ist, wo die Erde ist. Dort findet man aber nichts. Man findet sogar nicht mal irgendwas, was am Silizium verarmt wäre, also irgendwas, was in Richtung die Sonne geht. Und das ist dann, in Richtung der Erde geht. Und das ist dann schon erstaunlich. Und eine Erklärung, die man dafür hat, ist, dass möglicherweise Silizium im Kern der Erde ist. Substanziell, also mehrere Prozent Silizium sind im Kern der Erde. Das heißt, das würde sozusagen diesen gesamten Trend, den man hier sieht, etwas dann in diese Richtung verschieben. Das heißt, dieses terrestrische Array, wenn ich das mal ein klein wenig extrem einzeichne, könnte dann sozusagen von hier, wo es im Moment ist, nach hier unten verschoben werden und würde dann vielleicht eigentlich ursprünglich hier einmal gelegen haben, beziehungsweise dort, wo die Sonne ist, einmal hier gelegen haben. Das heißt, wenn das ganze Silizium aus der Erde, eben aus dem Kern, eben tatsächlich in der Erde selbst wäre, würde vielleicht das eigentliche terrestrische Array hier liegen. Das wäre dann zum einen eine Erklärung dafür, warum die Erde oder BSE so verarmt ist an Silizium. Zum anderen wäre es eine Erklärung dafür, warum wir keine Building Blocks finden, weil diese Building Blocks nie existiert haben, beziehungsweise diese Building Blocks haben wir, das sind vielleicht die Kolikenchondrite oder gewöhnliche Endzeitchondrite,
aber aus diesen Building Blocks ist dann das Silizium in die Erde gegangen. Also diese Erklärung wären dann hier, das wäre eine Erklärung dafür beispielsweise. Eine weitere Beobachtung, die man hier machen kann, ist, wenn man sich einmal die Kohlenkondrite anschaut, und da sieht man, dass diese Kohlenkondrite alle ungefähr das gleiche Magnesium-Silizium haben, das ist ein Charakteristikum für die Kohlenkondrite, aber eben Unterschiede, also einen gewissen Range hier im, wenn man hier schaut, im Aluminium-Silizium. Und die wahrscheinlichste Begründung dafür ist, dass den Kohlenkondriten unterschiedliche Mengen an calcium-aluminiumreichen Einschlüssen hinzugefügt wurden und sich dadurch das Aluminium erhöht hat. Das passt auch ungefähr, denn CV liegt hier mit am höchsten in diesem Diagramm und dort findet man auch die meisten CAIs bis zu 3, vielleicht 4%. Wenn man sich also dieses Diagramm hier anschaut und diese Elemente, lassen sich ziemlich viele Rückschlüsse ziehen auf verschiedene Prozesse im frühen Sonnensystem und relativ viele Erklärungen. Eine Erklärung, die man nicht hat bislang, ist, dass die in Richtung der Enzatit-Kondrite von den Kollegen über gewöhnlich zu Enzatit-Kondriten, die immer siliziumreicher werden. Magnesium und Silizium sind Hauptelemente, das heißt, deren Konzentration zu verändern ist nicht besonders leicht. Aber die Enzatit-Kondrite müssen substanziell mehr Silizium abbekommen haben. Beziehungsweise die andere Möglichkeit, es muss substanziell Material entzogen worden sein. Ein Vorschlag war hier immer, dass vielleicht sehr viel forsteritischer Olivin entzogen wurde. Der hat Magnesium-Silizium-Verhältnis von 2. Und wenn man das entzieht, wird das gesamte Reservoir dann reicher an Silizium. Allerdings weiß man da nicht, wo dieser Olivin sein soll, denn man hat, wie gesagt, eben nichts gefunden, was vielleicht besonders magnesiumreich wäre. Das war gerade die ganze Erklärung, dass eben BSE vielleicht eher in Richtung gerutscht ist von den Kohlenkondriten, weil man eben nichts findet, was magnesiumreich ist. Also weshalb gewöhnliche und Enzatit-Kondrite reich sind an Silizium, bleibt weiterhin eine zu klärende Frage.